kostet den. So, dann gehen wir mal nach oben vielleicht. Ich würde mal gerne als erstes mit Triss sprechen. Mit Avalach als letztes sprechen, weil es scheint mir so die Quest zu sein, wie es weitergeht. Die es dann weiterbringt im Abenteuer. Da ist Avalach schon. Hey, Triss. Grüß dich, Triss. Bist du verrückt geworden? Ihr habt ganz alleine Imlerit verfolgt? Zum Sabbat? Und wie besiegt. Konntest du Ciri in solche Gefahr bringen? Komm schon, wir haben es gut überstanden. Im Gegensatz zu Imlerit. Das ist das einzig Beruhigende. Aber das ist keine Rechtfertigung. Weißt du, was alles hätte passieren können? Ja, aber ich hätte nie zugelassen, dass Ciri etwas passiert, das weißt du. Hat es Erfolg mit der Loge? Will uns jemand helfen? Sieht nicht gut aus. Ida hat abgelehnt und Francesca möchte im Krieg ihr kleines Reich nicht verlassen. Von Fringilla wissen wir es nicht. Wir konnten sie nicht kontaktieren. Das ist schlecht. Und die anderen? Keira? Margarita? Philippa? Keira wurde einmal in Velen gesehen. Seitdem keine Spur von ihr. Sie könnte tot sein. Ich hoffe, dass wir Philippa und Rita noch rechtzeitig finden. Weißt du, wo sie sind? Yennefer sucht nach Rita. Und ich versuche herauszufinden, wo Philippa steckt. Und? Hast du was herausgefunden? Einiges, was interessant sein könnte. Willst du die lange Version oder die kurze hören? Warte mal. Kurz gesagt, sie war die ganze Zeit hier, in dieser Taverne, direkt vor unserer Nase. Sie saß verwandelt im Käfig und hatte ein Dimeritium-Band am Bein. Aha. Sultans Eule? Mhm. Und warum ist sie nicht mehr hier? Weil Sultan sie vor einigen Tagen bei einem Kartenspiel verloren hat. Na toll. Du machst Witze, oder? Leider nicht. Ein Mann tauchte auf, nahm Sultan ordentlich aus und schlug dann vor, um die Eule zu spielen. Natürlich hat er gewonnen. Er bedankte sich höflich bei Sultan und verschwand wieder. Wer war das? Weißt du, wo er wohnt? Er ist nicht von hier. Keiner kennt ihn. Na, großartig. Haben wir eine Spur? Wir haben das hier. Eine Feder der Eule, Philippa. Denkst du an Divination? Genauer gesagt an Hydromantie und eine Art Sortilegium. Wir brauchen einen Brunnen, so, in dem wir ungestört sind. Der vor dem Passiflora müsste passen. Gute Idee. Gehen wir. Ich werde die Quests mal von unten nach oben durcharbeiten. Mit Tristan, mit Ciri, dann mit. Da sind wir. Schön ruhig. Wir müssten ungestört sein. Mit Jen und dann mit dem Elben reden. Beobachte die Wasseroberfläche genau. Uns darf nichts entgehen. Gram et wir. Obe hier megene. Verfeilte. Was ist das? Nichts. Nur ein erstes Bild. Was? Unterbrich mich nicht, ich muss mich konzentrieren. Gleame et vie. Diablis kerle. Es piscina et ecliet. Kommt mir bekannt vor. Ein Badehaus. Ich kenne es. Aha. Dijkstra, er hat sie. Das ist sein Badehaus. Hätte ich mir fast denken können. Na, da wissen wir, wo wir hin müssen. Das war die jüngste Vergangenheit.
Bei Dijkstra kann ja alles Mögliche passieren. Gehen wir. Nicht so schnell. Das erste Bild. Was war das? Nichts. Wirklich. Red keinen Unsinn. Ich weiß, wie Hydromantie funktioniert. Das Bild ist erschienen, weil du daran gedacht hast. Es ist nur... König Tancred hat mich gebeten, seine Hofberaterin zu werden. In Kovir. Im Leuchtturm hast du Kovir erwähnt. Jetzt verstehe ich, warum. Oh, ich hoffe, du hast abgelehnt. Habe ich nicht. Ich habe zugesagt. Oha. Triss, hast du in den letzten Monaten wirklich nichts dazugelernt? Tancred hat die Magier von Anfang an unterstützt. Die Evakuierung war nur mit seiner Hilfe möglich. Jetzt möchte er den Rat und die Kammer wieder aufleben lassen. Ich soll beidem vorstehen. Tancred kämpft einen seltsamen Kampf. Der ganze Norden macht Jagd auf Magier und er möchte den Rat wieder einführen? Die Zeiten sind hart und Tancred scheint sich als einziger zu erinnern, dass Magier eine mächtige Kraft darstellen. Und wir wissen, wie wir unsere Dankbarkeit zeigen können. Das ist eine großartige Möglichkeit. Glückwunsch. Du klingst nicht gerade begeistert. Ich mache mir nur Sorgen. Bist du bereit, wieder in die Politik einzutauchen? Ich war mir zuerst nicht sicher. Aber eigentlich habe ich immer davon geträumt. Der Traum ist jetzt in Reichweite. Ich werde ihn nicht loslassen. Die Vision war ein Haus, kein Königshof. Das ist das Haus, das uns in Pont Vanis erwartet. Wenn wir hier alles erledigt haben, die wilde Jagd besiegt ist und sich Ciri in Sicherheit befindet, würde ich dort gerne mit dir zusammen wohnen. Und Geralt und sich zurückziehen und ein ländliches Leben führen, naja. Ich bin überrascht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Aber ich bin froh, dass du es weißt. Ich hatte Angst, wie du reagieren würdest. Ist eine große Sache, sich niederzulassen. Ja, vor allem für einen Hexer. Wenn du nicht willst, lehne ich ab. Ich möchte eigentlich nur mit dir zusammen sein und... Triss? Ja? Wir werden zusammen sein. Und du musst nichts ablehnen. Später erzähle ich dir mehr. Jetzt müssen wir erst Philippa finden. Gut. Auf zu Dijkstra. Na los. Geh mit dich und Triss zum Badehaus. Okay, ich folge dir. Hier ist noch eine Sidequest. Und die werden wir erstmal auslassen. Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Hoffentlich hat Dijkstra ihr noch nichts getan. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch Dijkstra, dem was getan wurde. Unwahrscheinlich. Dijkstra hat ihr nie verziehen, dass sie ihm Meuchelmörder auf den Hals gehetzt hat. Philippa ist zweifellos geschwächt. Geschwächt mag sie sein, aber sie ist trotzdem eine mächtige Zauberin. Wenn Dijkstras Männer ihr das Demeritium abnehmen, tötet Philippa sie, bevor sie Ach du Scheiße sagen können. Aufpassen! Sie scheinen Philippa unterschätzt zu haben. Okay, ich dachte, sie greifen uns an. Ergib dich! Oha. Das hier ist ein Labyrinth-Hexe. Ja. Du wirst niemals rausfinden. Die werden sie schon.
Verdammte Schwachköpfe! Ihr nach! Wir kümmern uns um sie. Oh nein, nein, nein! Die Zauberin bleibt hier! Wir gehen zusammen. Auf keinen Fall. Schon gut gehen, halt ich bleiben, falls sie auf diesem Weg fliehen möchte. Bin gleich wieder zurück. Denk mal, die wird sich gegen uns. Wir müssen jetzt gegen die Leute kämpfen. Und los, los! Die wird nicht freiwillig mitkommen. Verdammt, sie hat sie verzaubert. Nichts leichter als das. Fange Philippa. Im Untergrund. Philippa, warte! Gut, stinkt! Ich bin jetzt dein Meister. Du beschützt. Verstanden? Es ist noch nicht. Na toll. Und lass niemanden vorbei. Verdammt! Jetzt hat die Bart auf ihrer Seite. Der war ja, der ist ja ein Zier. Meine Fresse. Meine Fresse, wir werden doch nicht an denen sterben. Na, dein Wache. Ausgezeichnet. Die Augen zu! Meine Fresse! Alter Schwede! Ich habe bei dem besser mehr gekämpft als bei der wilden Jagd, bei dem wilden Jagdtypen. Junge. So ein Typ mit Schild. Ich würde das mal gerne auf Erden packen. Jetzt bin ich gewöhnt mit der. Meditieren können wir hier gerade nicht. Meditation können wir. Sehr gut. Hallo Bart. Hexer nicht vorbei. Schöner Vogel sagen nein. Wir können doch auch. Verdammt, sie hat ihn auch verzaubert. Genau, Verzauberung. Sie ist verletzt. Hast du das nicht gesehen? Ich will ihr helfen. Vogel sagen niemand vorbei. Bart niemand vorbeilassen. Hast du schon mal Bauchschmerzen gehabt? Schmerzen? Ja, Bart einmal alter Ertrunkener ist. Ihr Bauch tut ihr so weh, als hätte sie 100 alte Ertrunkene gegessen. Bart nicht wollen! Ertrunkener schlimm Schmerzen. Lass mich durch, ich kann ihr helfen. Bart dich lassen. Ah, sehr schön. Haben wir ihn überredet. Das ist gut, müssen wir nicht gegen ihn kämpfen. Ich will dir helfen. Beim Sterben vielleicht? Das kannst du vergessen. Ich werde dir nichts tun. Schwachsinn! Bosskampf. Du wirst mich nicht fangen!
Ich will dir helfen. Verzeih mir, aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Na toll. Das kann doch nicht wahr sein. Das war nicht schwer. Was ist los? Warum ist es plötzlich so still? Hör auf, dich zu winden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du schon lange tot. Was willst du? Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ich brauche deine Hilfe. Wenn du lügst, werde ich... Ruhig, das habe ich nicht vor. Triss wartet draußen. Sie erklärt dir alles. Aha, was ist mit ihren Augen? Sind hoffentlich nur zugebunden und nicht ausgestochen. Und sie das... Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir. Dijkstra, ich habe jetzt keine Zeit, Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Ach nö. Du wirst ihr gar nichts zeigen. Ich brauch sie. Das ist mir scheißegal. Ich habe so lange darauf gewartet. Tut mir leid. Außerdem interessieren mich deine Pläne so wie das Wetter in Mahakam. Philippa wird mit mir kommen und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Tut mir leid, ich lasse das nicht zu. Nein, nicht mein Bein! Oh, weia. Das werden wir auch teuer bezahlen. Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt ihr klar? Ja, danke für deine Hilfe. So, jetzt mal schnell raus hier. Ich glaube, hier sind wir nicht mehr willkommen. Ich sag schnell raus hier. Der Ausgang ist tot. So. Hilft Siegel mit ihren Erledigungen in Novigrad. Hilft Jennifer, Margrethe zu befreien. So, da wir schon in Novigrad sind, können wir jetzt auch ganz gut. Bei den Quests mal eben Ciri. Wie gesagt, von unten nach oben. So meditieren wir mal nicht schlecht. Ein bisschen Heilung. Mögen die Kobolde dir in die Grütze kacken, Rumtreiber. Verdammter Hexenfreund. Auf zu Ciri. Du wirst den Novigrad aufrichtige Entschuldigung.
Zur Seite. Hexe auf Mission. Neuigkeiten vom Markt mitgebracht. Da haben wir die Ciri. Ich will nochmal kurz einen Bund springen. Seine Majestät, König Rabe. Oh, kommt Wasser dran. Aber diese Woche ist letzte Woche nächste Woche. Dazu sind fantastische Geschichten der... Was die auf dem Marktplatz suchst du was Bestimmtes? Ein hübsches kleines Schmuckstück. Ein Geschenk für jemanden? Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Hab ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Ja, von mir aus. Auf geht's. Geh voraus. Dafür bin ich hier. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Der Weidler? Oder was? War denn nicht zuletzt auf der Tempelinsel? Den Weidler. Fast da. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Der ist tot. Geh vor. Verdammt, scheiße, ich wollte das andere antworten. Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Kommt drauf an, was ich sehe. Wir hätten es ihm sagen müssen. Habe ich gerade Ziri misgendert? Wie bitte das? Wir hätten es ihr aber sicher sagen müssen. Was? Wir suchen Herrn Willi. Herr Willi erwartet wichtige Gäste. Also verpisst euch hier, Kackfrösche! Kackfrösche? Wie wär's mit einem Geschäft? Klar. Klar, ein Geschäft. Geht nach oben. Der Boss wartet. Mann, wir haben das Haus sehr gesagt. Schön. Seltsam. Das ist noch untertrieben. Was sie wohl gerade machen. Das werden wir schon bald wissen. Sind das meine Schuhe, die kaputt sind, oder? Ja, die Stiefel sind kaputt. 25 Rüstung. Ja, gut. Andere Stiefel haben wir gar nicht dabei. Ich würde jetzt ungern für die Stiefel was verbrauchen. Zumal es nur 48% sind. Lassen wir es einfach. Und so haben wir ermordet. Die dürften nicht mehr leben. Sieh einer an. Wen haben wir denn da? Hast dein Mündel endlich gefunden? Hat ja eine Weile gedauert. Sieht mir putzmunter aus. Ah, hast du gedacht, du hättest mich kalt gemacht? Überraschung! Wie halt was? Den Rand, Hexe, bevor ich dir das Maul stopfe. Er ist nicht Schluss tot. Jetzt! Ich bring zu Ende, was du angefangen hast. Hey, stopp! Ich bin's, Dudu! Dudu Bieberfeld! Hast du mich echt nicht erkannt? Dudu? Warte, Ciri. Ich weiß, dass du in Dijkstras Schatzkammer warst du verschwunden. Wo habe ich dich gefunden? Schnell. Auf dem Fleischerhof. Du hast in Priscillas Stück mitgespielt und mich auf die Bühne gezerrt. Steck das Schwert ein, Ciri. Es ist Dudu. Götter, habt ihr mir einen Schreck eingejagt? Wäre nicht nötig gewesen, wenn du nicht Hurensohns Gestalt angenommen hättest. Was zum Henker sollte das? Nach unserer Flucht wusste ich nicht weiter. Ich konnte mich nur verstecken. Sie hätten mich irgendwann gefunden. Die Entscheidung war einfach. Außer uns wusste kaum jemand, dass er tot ist. Das war meine Chance. Aha. Niemand trauerte um Hurensohn Junior.
Er hat in seinem ganzen erbärmlichen Leben niemandem geholfen. Nach seinem Tod wurde er zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft. Es heißt, jeder verdiene eine zweite Chance. Das trifft offenbar zu. Ja. Sohn bekam in gewisser Hinsicht eine zweite Chance. Er hat sich also in den verwandelt und alles zu gewendet. Mit dem Doppler namens Dudu. Ganz schön mutig, Dudu. Das ist ja gar nicht schlecht. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ach, übrigens, du ahnst ja nicht, wie froh ich bin, dass du wohlauf bist. Und ich erst, dass ich dir nicht den Hals aufgeschlitzt hab. Und wie ist es in diesem hässlichen Körper? Sei vorsichtig, man könnte dir auf die Schliche kommen. Willis Männer sind zu dumm dazu und seine Kollegen sind nicht viel besser. Denk dran, auch ihr seid reingefallen. Und das hätte für dich böse enden können. Stimmt, ich bin manchmal etwas zu leichtsinnig, aber meistens passe ich auf. Interessante Branche hast du dir da ausgesucht. Dudu hatte schon immer einen Sinn für Zahlen. Was sind schon ein paar Bordelle und Casinos? Er schafft das. Das ist es ja. Ich brauch's gar nicht. 2 Wochen nach Willis Tod habe ich gesagt, ich hätte das Licht des ewigen Feuers erblickt. Hab alle illegalen Geschäfte abgetreten. Ich bin jetzt ein anständiger Händler. Das ist sehr gut. Und uns Leute haben nichts gesagt? Ich habe Verbindungen zu den Gilden. Das Geschäft blüht. Die Gewinne haben sich verdoppelt. Für Willis Männer bedeutet eine doppelt gefüllte Börse doppelten Respekt für den Überbringer. Ah, ja. Wir müssen gehen. Ja, wir müssen noch zum Goldenen Stör. Es war schön, euch beide zu sehen. Passt auf euch auf. Du auch. Mach's gut, Dudu. Warum gehen wir zum Stör? Sehr schön. Da ist ein Mädchen, das mir geholfen hat. Und wer ist das? Eine Freundin von Rittersporn. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Das ist generell hat mir geholfen, die geile. Rittersporn zu finden. Das ist generell die geilste Lösung. Ich möchte ihr danken. Sie hat viel riskiert. Viel riskiert? Den Feind einfach zum die Freund machen. Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden? Hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan. Du scheinst ja einfach zum Guten anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Bin mir sicher, für den Hurensohn Junior gäbe es auch keine große Schande. Ganz ähnlich war. Aber das ist von einem Sonderling, wie die heißen, eingenommen zu werden. Nein, in einer anderen Welt. Zum Gut gemacht zu werden. Wie ist das denn so, zwischen den Welten zu springen? Ist es, als ginge man durch ein Portal oder anders? Etwas anders. Am Anfang war es ganz schön schwer. Ich war nicht sehr gut darin, es zu steuern. Ich musste mich fest konzentrieren und hoffen, dass ich nicht im Krater eines aktiven Vulkans lande. Es war sehr nützlich, mit Avalach zu üben. Jetzt muss ich nur noch an den Ort denken, an den ich reisen will, die Augen schließen und es geschieht. Aha. Sehr gut. So, warte kurz. Charakterpunkte. Ich habe hier was auszugeben. Ach Mist, das sind immer diese doppelten Punkte. Müssen wir mal warten. Okay, derweil würde ich mal... Das können wir machen, die Wirbel. Machen wir das. Wirbel. Wenn du bestimmte Fertigkeiten aktivierst, kannst du Spezialangriffe einsetzen. Halte die linke Maustaste gedrückt, um einen schnellen Spezialangriff einzusetzen. Halte Umschalt links gedrückt, um einen Spezialangriff einzusetzen. Okay. Neue Kampfart. Das ist mal praktisch. Beim nächsten Mal machen wir hier eins drauf und dann hier, dann haben wir hier. Wollen wir das mal ausbauen. Praktisch. Ansonsten müssten wir hier mal. Hätte ich auch mal Interesse, das mal. Machen. Ich glaube, da brauchen wir 2 Punkte für.
Müssen wir Fisch bauen. Ich halte die Rüstung auch jetzt an. Die ist gut, die schützt uns.